Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Heute ganz neu mit Sonne. Und ich glaube mal, wir machen tatsächlich mal. Ja, komm, komm, komm. Weiter, 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 weiter. Level 19, Alter. Ist da, gibt es eigentlich irgendwelche sinnvollen neuen Bauteile? Wir haben ein Petabyte, das heißt, wir müssen nach Petabyte. Achso, da sind wir bereits. Ja, nee, so viel Neues gibt's nichts. Schade, schade, schade. Und bei Auflieger. Oh, wir können jetzt ganz groß. Oh. Okay, ich glaube, wir müssen mal mit unserem Auflieger in die nächste Werkstatt gehen. Das geht nach Spaß. Fahren. Der Auflieger muss ja noch drauf sein. Dann gondeln wir mal direkt zum nächsten Schraubenzieher, Dreher, whatever. So, der ist garantiert 5 Kilometer entfernt. Und wie vermutet, wir müssen pennen gehen. Was? Das ist ganz klar. Ah, oh, ne, da hinten ist er schon. Oh, gut, das geht ja. Gut, dann gehen wir auch mal pennen. Dann ist es auch wenigstens wieder Tag. Das wird ja mal gar nichts. Aua. Über diese blöden Pfosten. Ernsthaft? Ich hänge noch gar nicht drinne. Wow, 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 wow. So, jetzt. So, also müssen wir mal. Ist definitiv zu wenig Platz dafür. Ach, scheiße, die Wand da kommt. I guess we are fucked right now. Hier sind überall Steine, ich komme also auch nicht gerade raus, aber gut. Jetzt ist das Tor breit genug, dass ich hier trotzdem rauskomme. Und wir. Kann man jemand diese scheiß Steine hinten wegräumen? Oh mein Gott. Dann einfach mal quer über die Straße, so ungefähr. Und jetzt leckt mich alle. Ich hau doch mal ganz kurz ab. Eigentlich kann man hier auch mal pennen. Und es ist wesentlich geräumiger. So. Wieso habe ich den Motor abgeschaltet? Braucht doch gar nicht. Wartung. Erstmal. Bam. Ganz klassisch. So. Auflieger-Konfigure. Arschen. Okay. Oh, wir können sogar schon den Dreier nehmen. Ah. Es war leider denn nicht mehr mit der Lackierung, ne? Da können wir. Die Lackierung geht leider nur bei den langen Auflieger. Ach Mann, Alter. Ernsthaft? So, da warst du. Können wir mal gucken, ob wir noch länger gehen können. Wir haben ja den Trenn. Achso, wir haben schon 53 Fuß. Aber wir können jetzt vier Achser benutzen. That's not bad. Hä? Die Achse ist doch auch lenkbar, oder nicht? Sonst würde es keinen Sinn machen, dass es keine Zwillingsbereifung ist. Zwillingsbereifung ist doch immer lenkbar bei den Aufliegern. Warum ist. Okay, interessant. Ah.
Na gut. Oh, wir können jetzt also 4 Achser nehmen und wir haben tatsächlich schon 53 Fuß gehabt. Okay, 48 Fuß hat nicht mal die Lackierung. Okay, gut, dann gibt es die Lackierung sogar nur für den ganz lang. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich meine, für uns kein Problem, wir haben den ganz lang. Ja, lohnt sich das denn, dieser Aufbau auf 4-achsig? Jetzt hat uns denn wieder das Rad geklaut. Mein 4-achsig wäre schon cool. Müssen wir aber halt 16.000 Euro zahlen und da ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Eigentlich wahrscheinlich nicht wirklich. Eigentlich wahrscheinlich nicht wirklich. Nee, nee, lassen wir mal. So, hier bleibt alles. Und was können wir denn hier machen? Hier haben wir nur das. Hier haben wir auch nur das. Hier kam auch nichts Neues mit dazu. Nö, nö. Na gut, hier könnten wir so ein bisschen gucken. Nö. Nö, nö. Das ist eigentlich alles. So wie es ist, schon ganz cool. Turbokühler. Tja, würde ich mal sagen, kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Mal gucken, ob für den LKW. Jetzt habe ich schon 3 Achsen gibt's. Ne, 3 Achsen haben wir noch nicht. Schade eigentlich. Weil, wenn wir bei dem LKW auf 3 Achsen gehen, dann lohnt es sich auch bei den Auflieger auf 4 Achsen zu gehen. Aber da sind wir leider noch ein bisschen entfernt. Ich schätze mal, das ist ja hier die letzte Ausbaustufe, glaube. Und damit führen uns dann noch ein paar viele Level. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, dann können wir den Auflieger auf jeden Fall auch so lassen. Was wir überlegen könnten, ist, ob wir auf das Ding hier gehen, aber 300 Gallonen. Ein bisschen mehr Sprit. Kostet uns aber auch schon 13.000. Aber das wäre eine Investition, die sich wirklich lohnen würde. Ne, also da, das kann man machen. Ansonsten gibt es für uns wahrscheinlich nicht so viel, was wir machen können aktuell. Ja, ne, die Dinger, die finde ich halt zwar schon schön, passen aber optisch halt nicht zu dem LKW. Also. Die Blinklämpchen haben wir schon. Ich will gerade hier gucken, wie diesen Auspuffröhrchen. Aber ich weiß gar nicht, wie man darauf zugreifen kann. Kann man die gar nicht ändern? Das wäre natürlich sehr traurig. Das ist hier unten die Verkleidung, genau. So ja nicht. Wieso kann ich nicht die. Ach, hier. Weiß ich nicht, ob das schöner aussieht. Ich würde fast sagen, das hier sieht besser aus. Weil auch hier die Textur von dem Gitter passt halt mehr zu unseren bisherigen Anbauteilen als dieses glatte Metall. Vor allen Dingen bin ich halt ein Freund davon, dass die Exhausts von englischen Wörtern die Mehrzahl bilden im Deutschen. Das ist halt so, klingt immer komisch. Also die Auspuffe. Dass sie jetzt wirklich in die Fahrtrichtung gehen. Das heißt, wenn der LKW nach vorne fährt, geben die Abgase nach hinten. Also wäre es auch cool, wenn die Auslässe nach hinten gehen und nicht so schräg weg. Jetzt ist halt immer so ein bisschen. Klar ist natürlich, wenn du jetzt den LKW als, wie sagt man, also wenn du damit jetzt protzen möchtest und die Auspuffe zur Seite gehen, ne, dann ist natürlich, wenn die zur Seite gehen, wirkt es natürlich schon brachialer, vor allem wenn du so einen schönen Kaltstart machst. Aber trotzdem, ich glaube, ich bleib bei denen. Ich glaube, ich bleib bei denen. Ja, aber also zumindest einen größeren Tank. Bumm, dann haben wir 300 Gallonen. Sehr geil. Jutchen, dann gehen wir mal pennen. Wobei, halt, stopp. Halt, stopp. Ich würde ja gerne jetzt mal hier so eine ganz andere Mission machen. Das wäre so eine Schwertransporter-Mission. Sowas hier. Von daher wäre die Frage.
Ich glaube, wir nehmen auch direkt das Ding hier. Ist zwar so ein scheiß moderner LKW, aber ich glaube mal, die Fellas-Transporter sind fast. So. Sind fast alle mit diesen moderneren LKWs, oder? Ja, sind fast alles mit diesen moderneren LKWs. Weil die halt mehr Leistung haben, logisch. Und moderner sind, logisch. Gut, dann nehmen wir doch gleich direkt den ersten hier. Mal gucken. Der geht. Ah, die Strecke geht einigermaßen. Die sind alle so lang, die sind sogar noch länger. Ja, nee, dann würde ich schon sagen, wir nehmen den hier direkt. Der gute International. Und dann let's go. Werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal die beiden Folgen brauchen. Wenn ich sogar ich ein bisschen länger machen muss. Aber ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir jetzt vorankommen. Was transportieren wir überhaupt? Ein Transporthelikopter. Oh. Ah. Es ist nee, nicht so breit. So, dann müsste es ja gleich Tag werden, zum Glück. Wir fahren also nicht die ganze Zeit in der Nacht. Vor allen Dingen, weißt du, es ist immer noch Nacht. Es ist immer noch genauso spät. Aber wir sind seltsamerweise auf einmal völlig ausgeruht. Ah, das ist schon ein bisschen sehr suspekt. So, ja, das kennen wir schon. So, siehst du? Davor war es 3:44 Uhr oder so und jetzt ist es 4 Uhr, also gerade mal eine halbe Stunde vergangen. Aber wir sind komplett ausgeruht. So, bam und bam. Nee, das klingt ja absolut hässlich. So, da brauchen wir noch. Hallo? Wir haben gar keine Rundumleuchten? Wow, das ist ja super interessant. Na gut. Okay, let's go. Turn left. So, und da ja die amerikanischen Auflieger nicht ausschwenken, müssen wir hier einen ganz großen Wendekreis ziehen, damit wir überhaupt günstig rauskommen. Ah, sieht gut aus. Sehr gut. Wobei ich mich schon frage, warum der auf der linken Spur fährt. Macht man das so? Weil normalerweise fahren LKWs auf der rechten Spur, ne? Ja, wahrscheinlich, damit ich auch nach rechts ein bisschen Sicherheitsabstand habe. Immer diese Rowdies hier. Immer dieser Sonntagsfahrer. Dann würde ich mal sagen, können wir mal wieder ein bisschen Musik anmachen. And I
Was machst du denn hier schon wieder? Immer diese Bremsmanöver. Nee, nee. Und das von der Polizei. Guck mal, wie er immer so kurz bremst. Er ist aber ganz schön. Respekt, der Typ. Oh, fahr doch mal. Oder wartet der jetzt auf mich? Okay, doch, er wartet auf mich. Ah, super. Ich hätte zwar gerne ein bisschen mehr Sicherheitsabstand zu ihm. Einfach weil der Typ immer so komplett random bremst. Aber wenn ich zu viel Sicherheitsabstand habe, dann fährt er einfach viel langsamer. Ah, das ist natürlich auch kacke. Ja, bergauf mit so einer Fracht. Wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie schwer der überhaupt war. Naja. So, jetzt müsste es eigentlich langsam hell werden, ne? Party. Und ja, es wird langsam hell. Oh, da hinten schon die ersten roten Wölkchen. Wölklein. Wie der immer voll provokant die ganzen anderen Fahrzeuge abdrängt, ne? Eieiei. Also entweder ist der Motor schon bereits aus dem effizienten Drehmoment, Drehbereich, Drehzahlbereich raus, oder es geht jetzt auch gleich schon steil bergauf. Ist er gerade einfach mal auf 35 runtergebrochen. Ja, ich glaube, so Luftposition ist mit dem einfach zu. Dafür ist er auch wieder zu lang. Das kann man ja kaum steuern. Mit der Off-Kamera jetzt.
right and then turn right. Turn right. Ich bin ja mal vor allen Dingen gespannt, wie viel XP wir bekommen jetzt mit dieser Mission denn. Weil so viel XP bekommt man ja bei diesen Schwerlastmissionen eigentlich nicht, ne? Da wir jetzt auch nicht besonders weit fahren, bekommen wir auch kaum Zuschuss oder irgendwie so weit. Also bin ich gespannt. Ob das wenigstens, weiß ich, für ein halbes Level oder so reicht. €6.000. Oh, ist ein Level aufgestiegen. Dann. Da. Bup. Ausgeglichen. Und du. Was noch? Also. Auch plus Level 1. Bei Fernfahrer. Naja, dauert alles noch ein bisschen. Aber gut. Let's go. Oha. Hey, was machst du denn da? Klatsch dir gleich, oder was? Was ist los mit dir? Der bremst nämlich einfach mal komplett runter. Ich rufe gleich die Polizei, Junge. Man kann mal sehen, was mit dir passiert. Ich sag's mal so, ohne Gleitcreme, ne? Mein Lieber. Doch, die wird doch ja nicht. Was ist hier los für Kindergeburtstag? Wir bleiben einfach mal alle stehen. Heieieiei. Nur von bekloppten Umgebern hier. Und mit sowas muss man arbeiten.
für eine Oldtimer, Alter. Heieiei. Ah, gut. Jetzt bin ich natürlich schon so weit weg, dass die Fahrzeuge entladen wurden. Also wegen LOD. Aber ganz kurz fortsetzen und wieder pausieren. Und schon hat man irgendwelche gelernt. So. Oh. Eieiei. Das nehmen wir Felgen, du. Schnieke, schnieke, schnieke. Hallo. Ich bin der Neue. Ich kann Auto fahren. Ich kann schon die gesamte Straße überblicken, so groß bin ich. Guck mal, da hinten ist die Straße. Da. Okay, komm. Der ist ja wohl nicht schlecht, ey. Ui, ui, ui. Gut, die Felgen sind zwar jetzt nicht so optisch so schön, aber... sonst? Schon echt geile Schlitten hier. Not bad, not bad. Vielleicht ein Stück bergab hier, wo wir noch aufpassen. Na gut. Es ist doch nicht so steil gewesen, wie ich gedacht habe. Ich dachte, hinter dem Hügel geht es erstmal komplett bergab. Einfach so eine Steigung oder ein Gefälle von 100%. Easy. Ich bin jetzt weiter ausgeschwenkt in der Leitplanke, ja? Als ich da ja nicht so sehr nach innen ziehe. Kann nicht schaden. Denn sicher ist sicher. Da bin ich mir sicher. So, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle mal für die Folge Feierabend und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir dann die Mission hoffentlich abschließen. Wir haben ja schon mehr als die Hälfte der Strecke geschafft, von daher sollte das passen. Bis dann.